Ich darf Ihnen heute eine der großen Konzertpianistinnen vorstellen. Sie kommt von Südkorea und wir haben einander hier getroffen im Klaviersalon. Frau Soyang, schön, dass Sie da sind und mich würde wahnsinnig interessieren, Sie sind aus Südkorea. Wie kommen Sie dazu, dass Sie die europäische Musik so aufgesaugt haben? Als Kind haben meine Eltern immer fleißig klassische Schallplattenmusik angehört. Und damals habe ich gedacht, oh, diese Pianisten müssen sehr glückliche Menschen sein. So möchte ich auch später werden. Und ich denke auch, Musik erfüllt den Geist. Wir haben die Schönheit durch die Musik innen drinnen. Die innere Schönheit habe ich auch schon in Ihren Konzerten gehört. Aber bei Ihnen ist ja beides. Sie sind ja ein Star am Klavier, aber Sie wirken auch auf der Bühne. Man hat mir mal gesagt, wie eine glückliche Fee, die über die Tasten fliegt. Und dann bin ich nach Wien gekommen, da habe ich eigentlich das Leben kennengelernt. Strapazen gehen, alte Lokomotiven anschauen, Heurigen kennenlernen und die Gemütlichkeit habe ich auch gesehen, kennengelernt. Und Musik ist ja das Leben. Wenn man das Leben nicht lebt, liebt, kann man nichts ausdrücken. Man muss die Sprache verstehen erst. Dann kann man die Musik machen. Und wenn man die Sprache nicht beherrscht, wie soll man die Musik interpretieren können? Ja. Mittlerweile ist meine Sprache wirklich die Musik. Es ist ein Vergnügen, wenn man die eigene Musik hört. Ich war ganz überrascht. Ich hatte ja die Ehre, für Frau Soyang ein großes Klavierkonzert zu schreiben. Ich freue mich schon auf die große Version mit dem Orchester. Aber jetzt weg vom Klavierkonzert, das ich ja für Sie schreiben durfte. Aber Sie haben natürlich auch eine wunderbare Aufführung gehabt, vor kurzem erst in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und da haben Sie Tschaikowski das B-Moll Klavierkonzert gespielt. Und wie ist Ihnen das aus Ihrer Sicht gelungen? Ich wollte etwas anders spielen. Nicht so prächtig, nicht so virtuos. Ich wollte ein bisschen in die Tiefe gehen und die Sensibilität von Tschaikowski, die er gelitten hat, darstellen. So habe ich es auch empfunden, dass das Klavierkonzert sehr elegisch trotzdem spürt man die Kraft. Das Klavierkonzert, das ich für Sie geschrieben habe, hat ja auch eine unglaubliche, kräftige Seite. Die sie natürlich rüberbringen. Das ist die Energie, die von ihnen ausgeht. Energie und die Liebe.